Hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute Under Falling Skies, zuletzt auf dem Kanal von Brettspielblog bei Ben veröffentlichten Top 10 Solo-Liste. Von mir ist das der Platz Nummer 10. Schaut gerne euch das Video an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, meine Top 10 nach und nach als Let's Plays nochmal hier auf meinem Kanal vorzuführen. Kommentare zum Spiel gerne unten drunter, ihr kennt das. Und hier habe ich es auch schon mal aufgebaut für euch. Das ist, wie ich es auch im Top 10 Video gesagt habe, ein für YouTuber sehr schlecht geeignetes Format, allerdings thematisch natürlich sehr gut passend. Was haben wir hier vor uns? Wir haben hier unten eine Stadt. Heute spielen wir das Anfangsspiel, das Lernspiel sozusagen, Roswell in den USA. Und darunter ist eine unterirdische Basis, aus der heraus wir uns gegen aus dem Himmel herabstürzende Alien-Raumschiffe verteidigen müssen, während das Mutterschiff ganz oben zu sehen Stück für Stück immer näher rutscht. Und was müssen wir tun, um zu gewinnen? Wir müssen hier links diesen Forschungsmarker immer weiter nach oben bringen. Wir müssen also erforschen. Und zwar sind hier links abgebildet immer Forschungsschritte von 3, 1, 3, 1, 4, 1 und so weiter, immer steigend im Schwierigkeitsgrad nach und nach Forschungsschritte, die wir gehen müssen. Und wie erreichen wir das Ganze? Wir müssen Würfel, wenn wir die geworfen haben, hier in den Räumen platzieren. Und ihr seht das an den Raumfarben schon. Jeder Raum hat mögliche verschiedene Effekte. Hier ist aber noch ein Tunnelbohrer. Das heißt, für uns sind anfangs noch nicht mal alle Räume frei, sondern nur hier die oberen beiden Ebenen. Und ihr seht dort auch einen Forschungsraum, mit dem wir dann eben das, was wir als Würfel dort einsetzen, als Forschungswerte bekommen und dann Stück für Stück hochsetzen können. Das ist unser Ziel. Wenn wir ganz oben angekommen sind, haben wir praktisch alles über die Aliens erforscht und können sie besiegen. Damit haben wir sofort gewonnen. Umgekehrt, wenn wir einen Würfel platzieren, stürzt aber auch der entsprechende Raumjäger von den Aliens entsprechend viele Punkte abwärts in Richtung unserer Stadt. Und wenn er hier unten einschlägt, verursacht er einen Schaden, den wir hier abtragen. Und wenn unsere Basis so stark beschädigt ist, dass hier unten der Marker auf dem Totenkopf landet, den ihr gerade noch so sehen könnt, dann haben wir sofort verloren. Und genauso haben wir sofort verloren, wenn schrittweise das Mutterschiff hier runterkommt und bis hier auf diesen Totenkopf, auf diese Ebene kommt. Und dann haben wir ebenfalls sofort verloren. Also wir haben zwei Möglichkeiten zu verlieren, eine Möglichkeit zu gewinnen. Und das Ganze müssen wir auch noch tun. Ihr seht das hier an den Blitzsymbolen. Das kostet immer jeweils Energie und die müssen wir jetzt über die gelben Räume holen. Und was haben wir noch an Möglichkeiten? Ihr seht die rote Räume, das sind Flugabwehr-Geschützräume sozusagen oder Abwehrjäger. Und ihr seht hier auf dem Spielplan die Explosionsfelder mit Zahlen drauf. Wenn wir hier in diesen Raum zum Beispiel eine 6 reinlegen, kostet uns eine Energie, würden wir hier abtragen und würden dann eine, hier steht eine minus 1 darunter, würden wir 5, also Abfangjäger im Wert von 5 hochschicken und auf solchen Feldern, auf denen dann Alien-Raumschiffe stehen, die einen Wert von 5 oder weniger haben, diese Jäger würden dann abgeschossen werden. Wie das genau zusammenhängt, werden wir uns gleich angucken. Das ganze Spiel läuft in 3 Phasen ab pro Runde, nämlich das Würfeln und Platzieren der Würfel, dann das Abhandeln der Effekte der jeweiligen Räume, auf denen wir unsere Würfel platziert haben, und dann die Mutterschiffphase, in der das Mutterschiff einen runterstürzt. Wir haben also eine begrenzte Anzahl von Runden, denn wir wissen genau, nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Runden haben wir auf jeden Fall verloren, wenn wir es nicht schaffen, vorher die Erforschung entsprechend hochzutreiben. Gehen wir es an, die einzelnen Teile, Details erläutere ich dann, wenn wir soweit sind. Wir würfeln also zunächst alle 5 Würfel. Und ihr seht, die Würfel haben unterschiedliche Farben. Wenn ich einen weißen Würfel platziere, muss ich alle verbleibenden Würfel neu würfeln. Und müssen oder können, das ist je nachdem, wie die anderen Würfel gestaltet sind, ist das auch manchmal sehr gewünscht, dass man das neu würfeln kann. So, wir haben also jetzt einen Würfelwurf, der relativ niedrig begonnen hat. 3 Einsen, eine 2, eine 3. Da können wir nicht viel mitmachen. Wir können aber vielleicht versuchen, etwas zu forschen. Wir fangen hier mit 2 Energie an. Wenn wir hier 3 erforschen könnten, würde uns das 2 Energie kosten. Wir müssen aber auch den Tunnel ausbohren. Ich würde gerne möglichst schnell neu würfeln. Das heißt, ich würde jetzt einen weißen Würfel platzieren. Ich habe nur Einsen.
wenn ich einen hohen Wurf habe, dann bräuchte ich eine 1, 2, 3, 4, 5, eine 6 könnte ich hier im Tunnel platzieren, um den Tunnelbohrer bis hierhin vorzuschieben. Und ich brauche natürlich Energie. In diesen beiden Räumen würde ich gerne Energie reinpacken. In den Raum darf ich dann aber nichts reinpacken in diese Spalte. Ich darf immer pro Spalte nur einen Würfel platzieren. Das heißt, ich muss die 1 jetzt erst einmal hier platzieren oder hier platzieren. Es ist, glaube ich, egal. Jetzt platziere ich sie hier oben. Der Effekt dieses Raums sagt mir, dass sich der Raumjäger oben im Mutterschiff um 1 weniger nach unten bewegt. Weil er vorsichtiger, weil ich hier eine Flak einsetze, aktiviert habe und der Raumjäger dann vorsichtiger runterkommt. Da ich aber hier nur eine 1 platziere, bewegt sich der Raumjäger an dieser Spalte tatsächlich gar nicht. Jetzt kann ich aber tatsächlich neu würfeln und hoffe, dass ich jetzt höhere Ergebnisse würfle. Jetzt habe ich immerhin 2 Fünfen. Ich brauche viel Energie. Das heißt, ich würde jetzt schon mal eine 5 hier platzieren. Dann bewegt sich der Raumjäger hier um 1, 2, 3, 4, 5 Felder vorwärts. Ich würde eine 5 hier platzieren. Ich brauche noch eine 6, denn eine 5 würde ich hier platzieren müssen. 1, 2, 3 oder eine 3 muss hier hin für den Tunnelbohrer. So, jetzt habe ich hier den Raumjäger. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt muss ich im Prinzip eine 2 hier platzieren. Dann bewegt sich dieser Raumjäger um 1. Dann kann ich diesen Würfel neu würfeln. Und hoffe, jetzt hat er eine 3. Das heißt, ich platziere ihn hier. Und es bewegt sich dieser Raumjäger 1, 2, 3. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Weil ich diesen Würfel hier nur so weit platzieren darf, dass der Tunnelbohrer auch die 3 gehen kann. 1, 2, 3 heißt hier in dieser Spalte, muss er dann stehen. Eine 6 wäre besser gewesen, dann wäre ich weitergekommen, aber wenigstens komme ich etwas weiter. So, jetzt haben wir die Würfelphase vorbei, haben also die Würfel eingesetzt und die Raumjäger entsprechend bewegt. In diesen beiden Räumen passiert gar nichts. In diesem Raum hier bekomme ich so viel Energie, wie ich hier Augen in der Summe habe, minus 3, das steht hier unten drunter. Das heißt, ich bekomme 7 Energie. Das werden wir erstmal anders abhandeln. Wir werden erst den hier abhandeln. Das kostet mich 1 Energie, das steht hier auf dem Tunnelbohrer drauf. 1 Energie kostet es mich, den Tunnelbohrer bis hier zu bewegen. Und jetzt bekomme ich 7 Energie, das heißt, es geht bis auf Anschlag Energie hoch. Das war meine Raumphase, Raumaktionsphase. Und jetzt kommt das Mutterschiff. Das heißt, das Mutterschiff bewegt sich um 1 runter. Alle Jäger, die hier aufgesammelt werden, kommen erstmal hier oben in den dunklen Bereich. Seht ihr den schon? Nein, das seht ihr nicht. Ich hole mal eben das Mutterschiff rauf, nach vorne. Da seht ihr einen dunklen Bereich. Da werden die aufgesammelten Jäger erstmal platziert. Und ihr seht jetzt hier rechts auf der Mutterschiffleiste den weißen Jäger liegen. Der kommt jetzt dazu. Und jetzt werden die Jäger, die noch nicht auf Abwurfpositionen stehen, neu platziert. Erst die roten Jäger auf freien Spalten und dann die weißen Jäger auf Spalten, auf denen die roten Jäger darunter möglichst weit weg sind. Das heißt, wir gucken mal nach. Das sind die beiden hier. Und jetzt kann ich auswählen. Ich sage mal, den platzieren wir hier rechts. So, die weißen Jäger vermehren praktisch das Angriffspotenzial und auch die muss ich irgendwie abschießen. Das war jetzt eine erste komplette Runde und wir werden weitere spielen müssen. Viel erreicht haben wir nicht, wir haben Energie und wir haben den Tunnelbohrer nur ein bisschen weggebracht. So, jetzt wird es spannender. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine 6 und eine 5. Wir gucken mal, was wir mit dem Tunnelbohrer machen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis hierhin wäre natürlich nicht schlecht. Ja, das müssen wir schon praktisch tun, denn wir brauchen die tiefer gelegenen Räume, weil die stärkeren Effekte insbesondere auf die Forschung haben. 6. Das heißt, das ist ein Abschussraum, wird uns eventuell 2 Energie kosten, um Raumschiffe abschießen zu können. So, aber wir müssen erst, das ist der Fokus, den Tunnelbohrer weiter bewegen. Heißt aber jetzt, in der Spalte geht es 6 vorwärts für beide Raumschiffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die landen zum Glück beide auf Feldern mit
Abschusspositionen. Und da wir hier einen Abschussraum markiert haben, können wir den Raum wahrscheinlich auch, nee, den können wir nicht nutzen als Raumeffekt, sondern der ist ja nur zum Tunnelbohren. Schade eigentlich. Naja. Denn wir können nur freigebohrte Räume auch nutzen. Und das gilt nicht für den hier, der ist ja noch nicht freigebohrt. Schade. Vielleicht nutzen wir den hier. Mal gucken. Energie genug hätten wir. So, dann schauen wir mal, ob wir eine 5 hier einsetzen können. 1, 2, 3, 4, 5 wäre dann das hier. Ne, da müsste eigentlich auch eine 6 hin. Das heißt, wir müssten neu würfeln. Was hätten wir denn noch? Wir können hier forschen. Wenn wir hier eine 5 einsetzen, würde sich er hier 1, 2, 3, 4, 5 weit bewegen. Und wir hätten einen Forschungswert von 5 und kämen bis hier. Da brauchen wir eigentlich nur einen Forschungswert von 4. Also würde ich hier gerne eine 4 einsetzen. Die habe ich aber nicht. Was können wir denn noch machen? Hier könnten wir, der ist auch freigeräumt, das würde einen Forschungswert von 4 ergeben und es würde das Raumschiff um 1, 2, 3, 4, 5 vorwärts platzieren. Das machen wir mal. Hier setzen wir die 5 ein. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt muss ich aber neu würfeln. Das will ich auch. Dann werden wir jetzt mit dem Ergebnis wenig machen können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs hätte ich gerne eigentlich hier. Und hier hätte ich auch gerne was Hohes. Das heißt, ich muss nochmal neu würfeln. Ich setze hier mal was Niedriges ein, eine 2. Und das heißt, das Raumschiff bewegt sich um eins weniger, also um 1. Und ihr seht hier oben einen Pfeil. Das Raumschiff rutscht jetzt hier rüber auf diese Spalte. Da sind wir aber schon bewegt worden. Alles gut. Neu würfeln kann ich jetzt wieder. Eine 4 und eine 1. Hier will ich eine 4 auch einsetzen. 1, 2, 3, 4. Tja, abschießen kann ich niemanden leider. Aber dann lassen wir das Raumschiff auch da oben klemmen. Das bringt ja nichts. Also, das setzen wir hier ein und das Raumschiff oben bewegt sich nicht. Gut, dann war das mit der Einsatzphase. Dann kommen diese beiden Würfel schon mal raus. Da passiert nichts weiter in der Spalte. Hier bei der 6, wir verlieren eine Energie zum Tunnelbohren und laufen bis hier mit dem Tunnelbohrer weiter. Sehr schön. Dann haben wir neue Räume eröffnet, unter anderem auch den Doppelraum zum Forschen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier zwei Forschungsräume. Der eine gibt uns 4 Forschung, kostet uns 1 Energie, minus 1 zum Würfel, also 4 Forschungswerte. 3, 4, sehr gut. Und er hier gibt uns auch 4 Forschungswerte gegen 2 Energie. 2 Energie und 4 Forschungswerte. So, jetzt kommt wieder die Mutterschiffphase. Eins tiefer gehen, das Raumschiff aufsammeln und dann den Effekt ausführen. Und das heißt jetzt, der Tunnelbohrer geht 2 Felder rückwärts. Das ist leider der Effekt dieser Ebene dort oben. Und wir müssen den roten wieder einsetzen, zuerst auf freie Spalten, das ist diese hier. Und es geht wieder los. Nächste Runde. Auch hier, wir gucken, Tunnelbohrer, Energie, Forschungswerte und Verteidigung. Tunnelbohrer, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 wäre hier zum Tunnelbohren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann würde rüberrutschen. Das heißt, den möchte ich noch nicht sofort einsetzen. Ich möchte vielleicht erst auf dieser Spalte etwas tun. Das heißt, wir merken uns, die 6 setzen wir hier unten zum Tunnelbohren ein. Da ich die aber nicht neu würfeln möchte, muss ich in dieser Spalte vielleicht etwas tun. Was kann ich in dieser Spalte tun? Nicht viel. Freigebohrt ist in dieser Spalte das hier und das hier. Wenn ich das hier mache, wenn ich den Würfel hier platzieren würde, müsste ich ihn auch hier platzieren. Da will ich aber die 6 platzieren. Das heißt, ich kann hier die 1 platzieren. Minus 1. Da passiert nichts, der bleibt stehen. Dann kann ich die 6
hier platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der rutscht darüber. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Wir brauchen als Forschungswerte dann die 4, eine 5 oder also dann dazu eine 1 wären 5 und dazu nochmal 3 wären 8. Das passt nicht. Wir brauchen eine 5, eine 4 oder eine 5 als Forschung. Forschung können wir hier nicht machen. Wir könnten hier noch forschen. Hier können wir Flugabwehr machen. Wir können uns hier wieder Energie holen. Das können wir mal machen. Drei. Ich glaube, die drei platzieren wir mal hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und wir würden dann 1, 2, 3, 4, nee, da will ich ihn nicht haben, die 2 hier platzieren, 1, 2, müssen neu würfeln, haben diese Spalte noch frei. Uah, das ist ein schlechter Wurf. Da holen wir uns maximal Energie für am besten. 1, 2. Jo. Kein guter Wurf. Das ist, die Jäger hier kommen mir zu nah und ich konnte jetzt nicht wirklich gut auf Abwehr gehen. Dafür war der Würfelwurf zu niedrig. Also, wir holen uns hier 2 Energie. Geben jetzt erstmal 1 Energie aus für den Tunnelbohrer. 1 Energie, der Tunnelbohrer kommt bis hier. So. Hier passiert nichts und hier bekommen wir nochmal 2 Energie. Summe der Augen minus 3, 1, 2. So, Mutterschiffphase. Es geht bis dahin. Und der weiße Jäger wird eingesetzt in dieser Spalte. Okay, neu würfeln. Jetzt kommen Sechsen. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis hierhin wollen wir den Tunnelbohrer auch bringen. Aber ihr seht das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann stürzen beide Raumschiffe zu uns und machen Schaden. Boah, wollen wir das? Egal, wo wir den Tunnelbohrer jetzt hier platzieren würden, das würde in allen Fällen passieren. Genau jetzt kann ich es eigentlich nicht brauchen. Oder müssen wir den Schaden nehmen, was ja auch eine Idee sein kann, und sagen einfach, das riskieren wir, um erstens die Räume freizuschalten und zweitens auch hier zu forschen. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Wir mal gucken, was rauskommt. Also das ist etwas, was bei diesem Spiel immer wieder eine Entscheidung abverlangt, den Schaden zu nehmen, das Risiko einzugehen und um trotzdem auch forschen zu können. Wir werden das mal tun. Hier platzieren wir die 6. Das heißt, beide stürzen jetzt nach Roswell rein. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, der noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der bleibt noch oberhalb. Er hier stürzt aber rein, verursacht einen Schaden und kommt hier oben auf die dunkle Fläche des Mutterschiffs, wird später in der Mutterschiffphase wieder eingesetzt. Er hier übrigens auch, wenn wir ihn nicht vorher abschießen, wir können ihn auch nicht mehr abschießen, er wird also in der nächsten Runde Schaden verursachen. So, dann werden wir die nächste 6 auch riskieren müssen, 1, 2, 3, 4, 5, wir werden also auch hier, ich würde gerne forschen in diesem Raum, das heißt, wir riskieren diesen Schaden. 1, 2, 3, 4, 5, bekommen wieder einen Schaden. Auch das Raumschiff geht nach oben und ich muss neu würfeln. So, was haben wir? Eine 5 und Einsen. Wir brauchen als Forschungswerte als nächstes eine 4, kumuliert 5, kumuliert 8, kumuliert 10. Wenn ich jetzt hier eine 5 packe, dann kommen wir sogar auf 11. Das ist gut. Es gibt zwar nochmal Schaden, aber wir schauen mal, was passiert. 1, 2, 3, 4. Auch das Mutterschiff verursacht Schaden. Das Raumschiff, so der Jäger. Und jetzt haben wir noch 2 Würfel. Das kostet 1 Energie, das kostet 2 Energie, macht 3. Wir werden hier da mal nichts bewegen. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit dem neuen Wurf
noch eine hohe Zahl würfle, nur eine 2, dann werden wir die 2 hier platzieren. Das Raumschiff bewegt sich praktisch gar nicht. Und damit kann ich mir hier Energie holen. Ja, wir haben jetzt 3 Schaden kassiert. Wir schauen, was passiert. Also hier oben in dieser Ebene passiert nichts. Wir handeln mal als nächstes den Tunnelbohrer ab. Das kostet 1 Energie und der Tunnel ist ausgebohrt. Dann holen wir uns hier wieder Raum 2 Energie, 1, 2. Und hier geben wir jetzt 2 Energie wieder ab und bekommen 11 Forschung. Das sind 4, 5, 8, 10, 11. Haben also jetzt gute Schritte gemacht in der Forschung, kommen unserem Ziel oben näher, aber haben natürlich auch Schaden erhalten. Mutterschiffphase und die neuen Raumschiffe werden eingesetzt. In den leeren Spalten zuerst und dann in der Spalte hier. Das ist natürlich eine starke Bedrohung. Wir werden hier den nächsten Schaden kassieren. Mal schauen, was passiert. Nächste Runde. Jetzt müssen wir uns nicht mehr um den Tunnelbohrer kümmern, aber wir müssen natürlich weiter forschen. Und die nächste Forschungshürde hier sind 6, 7, 10, 15. Mal gucken, was wir machen können. Wären 3 Fünfen hier zum Beispiel gegen 2 Energie. Ja, mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5 darüber. Vielleicht könnten wir auch mal langsam was anfangen abzuschießen. Wir werden die 5 mal hier platzieren. 1, 2, 3, 4, 5. Dann werden wir hier mal eine 3 platzieren. Mal gucken, was passiert. 1, 2, 3. Dann würde ich und das Raumschiff hier stürzt auch runter und wir bekommen nochmal Schaden und er kommt auch wieder nach oben. Dann würde ich diese 5, 1, 2, 3, 4, 5 hier platziert haben. Zwei Vieren. Hier muss ich eigentlich mindestens eine 5 hinlegen, besser eine 6. Das heißt, ich muss die 4 hier hinlegen irgendwo. Und das kann ich eigentlich hierhin tun. Das werden wir mal versuchen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und damit muss ich hier neu würfeln. Und ich hoffe, dass ich jetzt was Hohes würfle. Da ist die 5, die ich brauche. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So bewegen sich die Raumschiffe. Jetzt habe ich eine nette Kombination. Ich muss jetzt viel Energie bezahlen. Wir schauen. Hier habe ich 15 Forschung, kosten mich 2 Energie, auf die lege ich als erstes Wert. 15 Forschung, 6, 7, 10, 15. Da sind wir doch sehr gut vorwärts gekommen. Und jetzt habe ich 2 Räume, in denen ich Abwehrjäger, Abfangjäger losschicken kann. Die kosten mich beide 2 Energie, ich habe nur noch 3. Das heißt, diesen Raum werde ich nicht nutzen. Und diesen Raum werde ich aber nutzen gegen 2 Energie. Kann ich jetzt Abwehr oder Abfangjäger mit dem Wert 5 hochschicken. Das heißt, auf allen Feldern, auf denen eine 5 zu sehen ist oder weniger, die Raumschiffe und Raumschiffe, die dort draufstehen, die schieße ich ab. Das ist er hier, der kommt nach oben, er hier und er hier. Das war das. Damit habe ich diesen Raum abgehandelt. Jetzt kommt das Mutterschiff, rutscht eine runter. Erstmal werden die roten Jäger zuerst eingesetzt, dann der rote Jäger dort, wo das folgende Raumschiff am weitesten weg ist und dann das weiße Raumschiff wieder da, wo ich
Ja, das ist jetzt egal, das darf ich auswählen. Ich platziere ihn mal hier. Ihr seht, es kommen also schon viele Raumschiffe auf uns zu, aber wir brauchen in Anführungszeichen nur noch 11, 14, 15 an Forschung. Mal gucken, was uns blüht. Nächste Runde haben wir aber den Tunnelbohrer wieder um einen zurück. Das heißt, der große Raum würde für uns wieder blockiert werden. Mal gucken, ob wir das verhindern können. Aha. Hier sind unsere 15 Forschung. Da sind genug Würfelwerte, mit denen wir eine Menge erreichen können. Wir kassieren mindestens noch einmal Schaden, aber wir können gewinnen. Jawohl. Ich sehe, dass wir jetzt gewinnen können. Gar nicht so schlecht. Die 6 dürfen wir noch nicht platzieren. Wir platzieren erst die hier. Und zwar die 5 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das spielt praktisch keine Rolle. Das spielt praktisch keine Rolle. Erst werden wir hier eine 6 platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt bin ich hier mit diesem Jäger auf einem Mutterschifffeld gelandet. Das heißt, das Mutterschiff rutscht einfach so eine weiter runter und der Effekt wird nicht ausgelöst. Das ist gut zu wissen. Damit bleibt der Raum für die nächste Runde offen, aber ich glaube, wir brauchen ihn noch nicht. Denn als nächstes werde ich die 5 hier platzieren. 1, 2, 3, 4, eine Schaden und wieder nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. Er rutscht hier rüber. Das war nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann platzieren wir diese 5 hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und müssen neu würfeln. Und was wir jetzt noch brauchen, auf jeden Fall, ist Energie. Die holen wir uns hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Mutterschiff. Nicht gut. Die Energie holen wir uns nicht hier. Wir holen uns nur diese Energie hier. 1, 2, 3, 4. Denn ich möchte das Mutterschiff nicht nochmal eine weiter runter bewegen. Denn dann käme... würde unser Forschungsmarker um einen zurückgesetzt werden. Das möchte ich vermeiden, um jeden Preis. Und jetzt habe ich noch eine 6 zu platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich könnte den hier platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und damit haben wir die Einsatzphase abgeschlossen. Wir holen uns erst mit diesem Würfel hier 4 Energie. 1, 2, 3, 4. Jetzt zahlen wir 2 Energie, 1, 2, um Abfangjäger im Wert von 6 hochzuschicken. Das heißt, dieser Jäger wird abgeschossen und dieser Jäger wird abgeschossen. Die anderen stehen leider nicht auf entsprechenden Feldern. Und jetzt zahlen wir nochmal 2 Energie, um insgesamt 16 Forschung zu bekommen. Das macht 1, das macht 4, das macht 15 und damit sind wir oben angelangt mit unserem Forschungsmarker und haben tatsächlich die Aliens so weit erforscht, dass wir sie automatisch besiegen, sozusagen mit dem Virus. Ihr kennt den Film Independence Day. So funktioniert das im Prinzip, das ist es eigentlich. Oder das alte Computerspiel Space Invaders, auch so, das erinnert natürlich daran. Aber eigentlich ist es mehr Independence Day. Das ist so das Grundspiel. Das ist das Einsteiger-Layout, was wir hier gespielt haben, die Stadt Roswell mit den Plänen A und B. Ihr seht das vielleicht, wir gucken noch mal rein. Muss ich mir gleich loggen als gewonnene Partie in diesem Setup. Aber wir schauen mal, wie man das Spiel noch variantenreicher gestalten kann. Die Roswell-Stadt sieht sehr einfach aus. Auf der Rückseite kann man sie aber auch spielen, falls man nämlich Roswell schon verliert, hat man hier eine etwas einfachere Variante der Stadt. Immer dann, wenn Roswell hier einen ersten Schadenpunkt erleidet, dann kann man ein Feld auf der Forschungsleiste vorrücken. Das heißt, es gibt einem einen kleinen Vorteil. Das heißt, für Spieler, die
selbst mit die eine Partie Pech hatten oder nicht ordentlich platziert haben, wie auch immer. Die können das sich hier nochmal etwas vereinfachen. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten, sich das Spiel zu erschweren. Und zwar lässt sich jedes dieser vier Plättchen hier, ich setze die mal so ein bisschen ab, auch auf die Rückseite drehen. Da sind mehr Felder mit negativen Effekten belegt, nämlich zum Beispiel mit Mutterschiff-Effekten oder mit Spaltenwechseln und so weiter. Das heißt, und auch auf der rechten Seite seht ihr die Mutterschiff-Phasen, die folgen dichter aufeinander und haben höhere Strafen. Also das erschwert das ganze Spiel nochmal deutlich, wenn man sich eine beliebige Kombination dieser Seiten hier hinlegt. Und die Basisteile, und da sind im Spiel noch weitere Teile dabei, die lassen sich natürlich auch auf die Rückseite drehen. Und dann gibt es weitere Räume. Das sieht man hier. So würde es dann aussehen. Das wäre zum Beispiel, wenn man die Räume A und B vertauscht. B liegt oben, A liegt unten, auf der Rückseite jeweils umgedreht. Hier sind die Räume anders. Hier ist der Start für den Tunnelbohrer anders. Hier kommen Roboterräume dazu. Das sind dann blaue Würfel, die man dann dort für längere Zeit platzieren kann, um dann robotermäßig praktisch den Effekt der Räume zu nutzen. Das sind Dinge, mit denen das Spiel sich sehr variantenreich gestalten lässt. Und wem das noch nicht genug ist, der findet in der Schachtel dann auch noch weitere Raumteile. Haben wir das Raumteil C zum Beispiel, das man dann noch mit A und B kombinieren kann. Und wir haben natürlich auch weitere Städte, nämlich Washington und New York im Grundspiel, die auf den Plankombinationen B, C oder CA aufbauen. Und die haben auch Rückseiten, die einem dann das Ganze wieder vereinfachen, wenn man da nicht dauerhaft gewinnen kann. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Varianz durch den Austausch dieser Kartonplättchen. Und wem das dann immer noch nicht genug ist, der kann dann die Kampagne spielen. Da möchte ich jetzt nicht spoilern. Ich zeige euch das nur hier. Das Starter-Set, das ist das, was ihr hier vor euch seht. Da kommen aber noch die beiden Roboterwürfel dazu. Und dann gibt es, ihr seht ja das 1, 2, 3, 4 Kampagnenkapitel, die man dann auch noch spielen kann. Und in diesen Kampagnenkapiteln sind dann sowohl neue Städte drin, als auch neue Basispläne, Planteile, als auch ergänzende, ja, ich sage mal Hardware, Gegnerschiffe, Gegnereffekte, eigene Effekte, Helden und Herausforderungen, die einem helfen können, das Ganze zu spielen in den schwierigeren Level der Kampagne. Und diese Kampagne, habe ich auch schon angefangen, die ist wirklich nicht von schlechten Eltern, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Da muss man schon ordentlich Würfelglück haben oder gut und geschickt platzieren seine Würfel, um das dann gewinnen zu können. Und auch da bietet sich also eine Menge Spielvarianz und eine Menge Wiederholungsreiz, Wiederspielspaß, Wiederspielreiz. Und das ist jetzt eine Runde Under Falling Skies, meine aktuelle Nummer 10 auf meiner Top 10 Solospielliste. Das ist auch eines der Spiele, die ein reines Solospiel sind. Macht aber durchaus Spaß, sich hier zu zweit oder dritt hinzusetzen und gemeinsam zu knobeln, wo man seine Würfel jetzt platziert und welche Effekte man wie hervorruft. Sehr empfehlenswertes kleines Spiel von Tomasz Ulier, Under Falling Skies. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.